erzählen die Originalgeschichte des Freischütz, aber als eine Geschichte, die in der Zukunft stattfindet. Der Freischütz ist ja die Oper der Romantik, man kann sagen der schwarzen Romantik, der Schauerromantik. Und das hat uns interessiert, wie wir dieses Thema der Schauerromantik so greifen, dass es für uns heutige einen Bezug ergibt. Also der Freischütz ist ein Stück, mit dem wir beide uns tatsächlich sehr, sehr lange schon auseinandersetzen. Es geht zurück in unsere Studienzeit und unsere gemeinsame Arbeit dort haben wir auch schon einen Freischütz gemacht. Hier ist jetzt das Neue, dass wir uns doch sehr eng auch am Original orientieren. Das andere ist, dass tatsächlich die Zeit, in der wir den Freischütz gerade machen, diese Frage nach Verschwörungstheorien, Aberglauben, Wissenschaftsfeindlichkeit, einen nochmal sehr zu denken gibt. Insofern ist es ein Stück, aus dem man rausgeht, irgendwo auch erschlagen von der Übermacht der Musik und der Bilder und gleichzeitig einen auch mit vielen Fragen für die Zukunft zurücklässt. So, Freischütz ist schön. It's beautiful. Sometimes we try to explain the word beautiful and we don't arrive to find the right words to explain how beautiful can be a painter, what we see outside, for example, a mountain, the sun, and this music. And the atmosphere are so strong that they speak directly to the heart. This is why I think it's beautiful. Of course, we have also grosse Szene. We have moments very, very important, catastrophic, with a lot of sound, like Wolfsschlucht. Each word in the text, it's translated in the music with one note or two notes or a harmony or an instrument, a solist. Freischütz endet ja mit einem glücklichen Ende. Und mit diesem glücklichen Ende kämpft man sich ja immer so ein bisschen ab, weil man sagt, der Probeschuss, der hier zu diesem ganzen Dilemma geführt hat, der wird abgeschafft. Ist das jetzt eine entscheidende Verbesserung dieser Gesellschaft? Nein, natürlich nicht. Aber gerade wenn man in so einer krisenhaften Zeit lebt wie wir, ist es irgendwie wichtig, dass man daran glaubt, dass auch kleine Veränderungen, kleine Verbesserungen uns weiterbringen und irgendwo hinführen. Und in diesem Sinne haben wir dann am Ende auch dieses Happy End umarmt.